Ich weiß mit absoluter Sicherheit, dass die Bibel wahr ist und dass Gott Leben verändert. Und er gibt euch ein Leben, das wirklich lebenswert ist. Vielleicht kennen Sie Joyce Meyer durch ihre Bücher oder ihre Sendung Das Leben genießen. Aber wussten Sie, dass Joyce Meyer Ministries weltweit auch ganz praktisch humanitäre Hilfe leistet? Mit Essensausgaben, Krankenhäusern, Katastrophenhilfe, Befreiung aus Menschenhandel und vielem mehr. Dieser missionarische Hilfsdienst heißt Hand of Hope, also Hand der Hoffnung, und wird komplett aus Spenden finanziert. Wir leisten humanitäre Hilfe auf der ganzen Welt. Wir sind hier in Haiti. Heute sind wir gerade in Thailand. Thessaloniki, Griechenland. Im Hinterland Afrikas. Auf dem Mekongfluss. Der Stadt Penang. Menschenhandel ist das heutige Wort für Sklaverei. Slavery. Wir haben in verschiedenen Teilen der Welt Orte geschaffen, wo die Frauen aus diesem Lebensstil herauskommen und ein neues Leben beginnen können. Das alles hier hat Gott gemacht. Er verändert Leben im Project Hope. Es ist möglich. Du kannst dich verändern. Du kannst geheilt werden. Du kannst überleben. Dieses 10-jährige Mädchen ist ganz allein aus dem Sexhandel geflohen. Sie hat auf der Straße gelebt und wurde eines Tages von Lieferwagen umzingelt, die herumfahren und gezielt Kinder stehlen. Es ist kaum zu glauben, aber die Kinder werden gewogen, um sie wie Ware aus dem Land zu verfrachten. Und dieses Mädchen hat es geschafft, sich davon zu schleichen und zu entkommen. Sie lief zu dem Zelt hinter mir, wo wir uns um die Versorgung der Kinder kümmern, und suchte Schutz. Jetzt können wir Ferasoa hier jeden Tag etwas zu essen und ein Stück Geborgenheit geben. Wir erzählen ihr von Jesus und haben sie einfach gern. Sie ist ein ganz wundervolles Mädchen. Von Jesus erzählen und Menschen zeigen, dass Gott sie liebt. Es stimmt schon. Die vielen Nöte auf der Welt können einen überfordern. Vielleicht fragen Sie sich sogar, ob Sie überhaupt etwas bewirken können. Die Antwort lautet ja. Hand of Hope, der missionarische Hilfsdienst von Joyce Meyer Ministries, kann das bezeugen. Wir schaffen nicht alles auf einmal, aber Stück für Stück reichen wir einem Menschen nach dem anderen unsere Hand.